Ja, hallo. Ja, hallo, ich bin der Peter. Ich habe hier an der Hochschule studiert und dann mit der Froscon irgendwann auch angefangen, das Videozeug zu machen. Und darüber ist dann zumindest von unserer Seite auch hier die Initiative entstanden. Mein Name ist Daniel Meisner. Ich studiere hier noch an der Hochschule und genau, bin halt auch ein Teil des CCC Video Operation Centers und wir versuchen seit den letzten 4 Jahren so viele Veranstaltungen wie möglich, vor allem CCC-Events, halt mit Vortragsaufzeichnungen abzudecken. Und ja, das funktioniert ja gut. Also wir rekorden meistens und halten nicht so viele Vorträge, das heißt, es ist ein bisschen improvisiert heute. Genau, also das Ganze gliedert sich so ein bisschen. Wir fangen jetzt kurz an, das Team vorzustellen und dann unsere Arbeitsbereiche, in die man das Ganze thematisch so ein bisschen aufteilen kann. AV ist eigentlich alles, was im Saal passiert, also alles, was mit Kameras, mit Audioaufnahme, mit der ganzen Technik hier zu tun hat. Leider Gottes auch mit der Saaltechnik, die halt manchmal einem nicht das ermöglicht, was man möchte. Danach gibt es das Recording und Post-Processing, was einer der zeitaufwendigsten Tasks eigentlich ist, weil wenn man nach so einem Event irgendwie ein paar hundert Videoschnipsel oder Talks rumliegen hat, verliert man da ziemlich schnell die Übersicht, was jetzt eigentlich wo ist. Livestreaming wird euch dann Daniel drüber erzählen, über unser CDN, womit wir ja, die Leute draußen und drin mit Streams versorgen. Über Operation, also wie man eigentlich so der Admin-Teil hinter dem Ganzen quasi. Und ein kleiner Ausblick, wo wir so hoffen in den nächsten Jahren oder wo wir die Zukunft von ein paar der Sachen, die jetzt noch unschön sind, sehen. Genau, also wie ich ja schon sagte, haben wir hier als das kleine Froscon Videoteam angefangen. Aus München, vom CCC München, kam dann das damalige Easter Hack Videoteam dazu. Von der GPN, der Gulasch-Programmiernacht in Karlsruhe, stieß dann der Florolf zu uns. Die FEM, die Forschungsgemeinschaft für elektronische Medien in der TU Ilmenau, hatte schon, bevor wir da eigentlich so richtig losgelegt haben, den Kongress, den CCC-Kongress gestreamt und recorded. Das ist ein Studentenverein an der TU da, die halt auch Medientechnik dort studieren. Zum 30 C3, also vor 1,5 Jahren, kam dann noch die AGS dazu. Das ist die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Sendefragen an der TU Braunschweig. Ebenfalls ein studentischer Verein, die uns vor allem mit sehr viel Know-how beziehungsweise auch Hardware unterstützen. Also unser Ansatz war immer so ein bisschen, wir wollten eigentlich keine professionelle Videohardware oder nur so wenig wie möglich und so viel mit Software machen, damit man das debuggen, reproduzieren und weitergeben kann. Manchmal kommt man da aber nicht drum rum, dass man doch irgendwie einen Hardware-Mischer hat und sowas kriegen wir dann netterweise immer von dort. Ja, und viele weitere, die von anderen Veranstaltungen dazugestoßen sind oder auch mal nur ein, zwei Veranstaltungen dabei sind. Genau, also was machen wir eigentlich? Also wir kümmern uns in den Sälen halt um den ganzen Audio-Video-Kram. Wir kümmern uns darum, dass das Ganze aufgenommen wird. Dass es gestreamt wird, dass wir es veröffentlicht kriegen. Und auf den großen CCC-Events ist es mittlerweile auch dazu übergegangen, dass wir dort DVB-T, DAB, FM, Teletext, DRM, was man halt alles so an Broadcasting-Technologien findet, bereitstellen. Jetzt, wir kommen gerade vom Camp, da lief das auch alles. Das war eigentlich ziemlich spaßig. Weiter gibt es um uns herum eine ganze Menge Projekte, ohne die das alles nicht so schön wäre. Ganz vorneweg mediaccc.de. Das ist die Videoplattform vom CCC, die unsere primäre Publishing-Plattform ist. Kommt im Wesentlichen aus dem CCC Köln. Dann hat sich über die letzten Jahre ein Subtitles-Projekt gegründet, die zu den meisten oder zu vielen der Talks, die wir machen, dann live oder kurz nach Veröffentlichung Subtitles in verschiedenen Sprachen bereitstellen. Es gibt für das beliebte Media Center Kodi, früher XBMC, sowie für das Plex Media Streaming Dingsy Plugins, womit man direkt den Content von mediaccc auf seinem Fernseher schön vom Sofa aus klicken kann. Mittlerweile ist in alle möglichen Fahrplan-Apps, also Fahrplan bezeichnen wir immer die Konferenz-Schedules, da gibt es fürs iPhone und für Android mittlerweile eine ganze Menge Apps und da ist überall auch in vielen mittlerweile unser Content integriert.
Es gibt das Infobeamer-Projekt, was ihr hier immer in den Pausen sieht, was das ganze Coming Up und so zeigt. Das kommt aus Karlsruhe von Dividuum. Dann sind wir aktiv dabei, Chaos Radio und den Berliner Datengarten immer live zu streamen und zu recorden. Es gibt das Engelsystem-Projekt. Wer hier Helfer ist, hat sich vielleicht da sogar schon Nee, hier wird es, glaube ich, nicht genutzt. Ne? Es gibt auf jeden Fall das Engelsystem-Projekt, wo wir für uns dann extra Videohelfer und solche Spezialfälle abgedeckt wurden. Ja, und dann gibt es eine ganze Menge YouTube-Accounts, die so tun, als wären sie wir und versuchen damit Werbung Geld zu verdienen, was man einfach auch mal als Lob ansehen muss. Ja, Complexity. Um diesen ganzen Kram zusammenzubauen, braucht man eine ganze Menge verschiedene Software. Wie ich gerade sehe, ist das auch nicht die letzte Version davon, da fehlen eigentlich noch ein paar Sachen. Auf vieles davon wird Daniel auch nachher nochmal eingehen. Nur mal so ein Überblick, was man eigentlich, also wir hören halt oft, ach, mit meinem Mac ist das ganz einfach, das macht man an und es geht. Wir brauchen ein bisschen mehr Software. Das hier ist jetzt mal so eine Grobübersicht, das ist noch vom 30C3, wie das Ganze erstmal technisch abläuft. Wir haben so von links nach rechts, genau die, es fängt im Saal an letztendlich, da haben wir 1 bis 2 Kameras, kommt immer so ein bisschen drauf an. Hier auf der Froscon haben wir nur eine, weil durch die hohe Anzahl der Säle haben wir einfach nicht genug Kameras. Die landen per SDI in unseren Encoder Cubes. Weiterhin haben wir einen Framegrabber auf der Bühne, der die Slides mitgrabt und daraus einen IP-Strom macht. Das Ganze läuft dann auf unserem Videomischer zusammen, geht von da aus, wird dort dann halt vom Videoengel gemischt, also entweder Kamera oder Slides, und geht von da aus dann zum zentralen Storage, wo wir es dann weiterverarbeiten, beziehungsweise wird halt von da aus auch live gestreamt. Das ist jetzt alles ein bisschen unscharf, weil es da sehr viele Spielarten von gibt. Da gehen wir hinterher noch was drauf ein. Ja, dann gibt es das eigentliche VOG, also der Raum, wo wir alle sitzen, wo wir unser Post-Processing machen. Und das Ganze geht halt einmal als Livestream raus auf der rechten Seite und wird dann nochmal per FTP, HTTP, Torrent und so weiter veröffentlicht. Was hier jetzt noch fehlt, das gab es damals noch nicht. Es gibt dann noch den Publishing-Pfad über YouTube, den wir vor einem Jahr hinzugefügt haben. Genau, was nimmt man da eigentlich so an Hardware? Wir haben halt lange rumgeguckt, irgendwie Anforderungen bei Video ist immer viel CPU-Leistung und da ein Teil der Hardware in den Sälen stehen muss, möglichst leise Hardware. Auf dem obersten Bild seht ihr unsere Encoder-Cubes, die stehen hier auch neben jeder Kamera. Das sind recht potente Maschinen, die dafür dann aber auch Full-HD-Video in Echtzeit streamen können. Neu im Bunde sind die Minions, das sind so kleine, so große Bricks nennt sich das Produkt, glaube ich. Ja, machen CPU-mäßig fast so viel weg wie die großen Encoder, sind halt vor allem für uns, für unsere Master-Encodings notwendig. Hier war jetzt leider ja wieder alles SD, weil wir noch keinen passenden Videomischer für HD hier hatten. Auf Events wie dem Camp haben wir alles in HD produziert, da werden all die Maschinen voll ausgelastet, um irgendwie zeitnah die Release hinzubekommen. Ja, und wenn man so Streams verteilen will, braucht man auch Streaming-Server. Wir haben da vor 2 Jahren so Xeon-Maschinen gekauft, mit denen wir mit einem 10-Gigabit-Interface so um die 8K, 8000 Full-HD-Viewer ausliefern können. Das heißt, ja, da geht schon einiges. In den Sälen steht darüber weiterhin natürlich, ja, Kamera, haben wir eben schon gesagt. Wir haben da momentan eine Panasonic und auf diesem Event ganz neu eine JVC-Kamera. Das Coole an der JVC-Kamera ist, dass sie direkt einen IP-Stream Strom erzeugen kann, sodass man sich ein bisschen Encoder-Hardware sparen kann. Das ist hier noch sehr experimentell. Wir hoffen damit vor allem, ein Setup zusammenzustellen, was deutlich günstiger ist, um es halt auch zum Beispiel den kleinen RFAs oder halt Gruppen, die selber sowas machen wollen, mal so einen Plan auszulegen. Hier, wenn ihr das und das und das kauft, das funktioniert zusammen und das ist nicht so unendlich teuer. Genau, in jedem Saal gibt es halt den Infobeamer, haben wir eben schon drüber gesprochen. Wir haben Mischer-Laptops, das ist das, wo die ganzen Engel immer dran sitzen, wo nur das Bild gemischt wird. Um mit den Videoengeln zu kommunizieren, haben wir in jedem Raum IP-Telefone noch stehen. Dann braucht man zwingend notwendig eine Winkelkatze. Die ist sogar wirklich notwendig, denn wenn man die Tests macht und der Raum leer ist, dann kann man sich leicht einbilden, dass alles funktioniert und in Wirklichkeit mal ein Standbild. Daher stellen wir halt immer im Aufbau die Katzen auf die Bühne, um sicherzugehen, dass es auch wirklich ein kontinuierliches Video ist. Ja, und wie man sich denken kann,
kiloweise die absurdesten Videoadapter und Audioadapter in alle Richtungen, weil so Hausanlagen alle anders sind und alle anders funktionieren, wenn sie funktionieren. Genau, Framegrabben ist eigentlich die Königsdisziplin des Ganzen, weil die Leute kommen mit den verschiedensten Notebooks. Muss man sagen, die Macs sind eigentlich ganz handlich, weil die sich alle gleich verhalten. Frickel Linux Desktops verhalten sich generell eher alle unterschiedlich. Und Hausanlagen sind dann nochmal ganz speziell. Solange man nur den Beamer hinten dran steckt, ist alles gut. Aber so Anlagen wie hier möchten ganz bestimmte Auflösungen mit ganz bestimmten Herzraten. Und boah. Naja, jedenfalls muss das dieser Framegrabber alles leisten. Er muss dafür sorgen, dass der Speaker auf seinem Laptop die richtigen Auflösungen auswählt und keine andere. Er muss dafür sorgen, dass wir die Slides halt überhaupt kriegen. Das heißt, er muss verstehen, was da ankommt. Und im Optimalfall das Bild dann noch wieder rausgeben, also Loop-Through, damit die Anlage es versteht. Dazu kommt dann noch sowas wie, heutzutage findet man fast überall mehr und mehr HDMI in den Sälen. Die Speaker kommen aber durchaus noch mit VGA-Laptops, was man zumindest der obere Grabber auf dem Bild dann sogar adaptieren kann. In anderen unnötigen Grabber muss man dann oft noch irgendwelche Stunts machen. Wir haben diesmal jetzt auch noch Videoscaler uns ausgeliehen, weil wir nicht genug von den Grabbern haben. Die stammen von der FOSDEM. Das ist dann ein reiner HDMI-to-SDI-Konverter und davor steht so eine lustige China-Kiste, die so All-to-HDMI konvertiert. Das ist das, was ihr in den Räumen 7 und 8 gesehen habt. Das funktioniert so mäßig, aber also weder unser Grabber noch diese Lösung sind wirklich schön. Wenn man richtig viel Geld hat, kann man sich so Scanline-Konverter ausleihen, zum Beispiel von Roland oder Barco. Die machen das dann ganz ordentlich, solange niemand zwischendurch von 4:3 zu 16:9 wechselt, dann ist auch wieder alles Tränen. Genau, Videoswitching. Die zweite große Frage, wie mischt man eigentlich Videobild? Da gibt es halt den Ansatz Software. Wir haben dieses Jahr auch wieder und auf der Frostcom bisher immer DV-Switch eingesetzt. Das ist ein Open-Source-Tool, was von der DebConf kommt, also von den Debian-Leuten. Eigentlich eine super tolle, super stabile Software, krankt aber daran, dass da bei SD-Video Schluss ist, da sie auf RAW-DV-Video aufbauen. Das gibt es halt nur in SD. Und wenn man dann halt zu HD möchte, muss man sich dann halt überlegen, was nehme ich für einen Container? Da bietet sich dann sowas wie MPEG-TS an. Da müssen halt dann direkt wieder viel mehr CPU draufgeworfen werden. Alles sehr schwierig. Deswegen haben wir bisher, wenn wir HD produziert haben, auf geliehene kommerzielle Videoswitcher zurückgegriffen. Das waren bis jetzt immer verschiedene Television-Studio-Versionen von Blackmagic oder von Panasonic der MX100. Das sind halt schöne Geräte, aber kosten halt richtig viel Geld und ist halt für jemanden, der sagt, ich möchte mal eben irgendwie ein Videosetup bauen, eigentlich keine Option. Und für uns halt auch nicht, weil gut, bei Blackmagic ist in einem Programm, man hat halt eine schwarze Box auf dem Tisch, die macht irgendwas. Weder Firmware noch sonst was ist Open Source oder dokumentiert. Es gibt da manchmal so ein bisschen API, manchmal auch nicht. Und da möchten wir eigentlich, hoffen wir bald mit einer Alternative fertig zu sein. Die kommt dann im Ausblick. Ja, generell noch. Was würde man denn jetzt so kaufen, wenn man so, also wie funktioniert das eigentlich, das Recording? Wir sind bei Recording gelandet. Das Ganze funktioniert so, also das, bei Recording meine ich jetzt das, was an Video reinkommt. Wir haben SDI-Grabber-Karten in unseren Cubes. Da kommt das Video von der Kamera, beziehungsweise wenn man einen Bildmischer davor hat, vom Bildmischer rein. Ein gepatchter FFmpeg liest die Daten von der Grabber-Karte und schreibt 3 Minuten lange MPEG-TS-Schnipsel weg. Hier, zweite Spalte Legacy, hier machen wir es halt noch in DV gerade, aber normalerweise ist es mittlerweile immer MPEG-TS. Von da aus ziehen wir uns das dann aus den Sälen zu unserem zentralen Storage. Wir hatten mal versucht, das anders zu machen und den Kram direkt auf Storage zu ziehen. Ist eine total dumme Idee. Immer lokal im Raum aufnehmen, weil wenn das Netz wackelt, habt ihr sonst kein Recording. Und dort läuft FuseTS. Das ist ein Fuse-File-System, was auch die Kollegen von FEM geschrieben haben, was zusammen mit den Daten aus dem Fahrplan uns aus diesen einzelnen 3-Minuten-Chunks virtuelle Videodateien erzeugt, die genau das Stück sind, was der Fahrplan denkt, ist der Talk. Die Speaker machen mal ein bisschen länger, mal ein bisschen kürzer, das kann man dann wieder anpassen und dann macht das Fuse-File-System dann wieder etwas Neues. Dazu gibt es gleich auch noch ein bisschen mehr. Und dann kann man
Das Fuse-File-System erstellt dann dazu ein Kdenlive-Projekt-File. Kdenlive ist ein aus dem KDE-Umfeld ein Videoschnitt-Tool. Alternative kann man mittlerweile auch Shotcut benutzen, weil wir ein paar Leute haben, die einen unter macOS schneiden wollten. Da gibt es kein Kdenlive. Und das Schöne ist, man öffnet dann einfach das Projektfile von dem Video, was man bearbeiten möchte, von dem Talk, den man bearbeiten möchte, setzt Anfang und Endzeit. Das Fuse-File-System weiß dann, dass es sich geändert hat, macht einem einen neuen Fuse-Mount und in dem ist dann der Talk, wie man ihn geschnitten hat, mit Vorspann, Abspann und allem. Man guckt nochmal, ob alles gut ist und kann dann auch dieses virtuelle File einfach direkt den Encodern vorsetzen, die daraus dann die Release machen. Genau so sieht der Tracker aus, habe ich hier nochmal ein größeres Bild. Das ist die Software, die das Fuse steuert. Es ist ein komplettes Ticketsystem, was zu jedem Talk, also hier zum Beispiel die Überschrift mit der Zahl daneben, das ist das Master-Ticket, da steht der Talkname drin. Und da sieht man jetzt darunter, es gibt die Aufgabe Recording, also das eigentliche Aufnehmen des Videos. Dann darunter verschiedene Encoding-Tickets, die kann man einfach beliebig hinzufügen. Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir möchten unseren Releasen irgendwie MP3, WebM, Vorbis, Opus und sowas haben, dann klickt man sich so ein Encoding-Profil zusammen. Also man sagt, ich hätte gerne folgende Auflösung, ich hätte gerne folgenden Videocontainer, die Metadaten da rein und so weiter. Wenn man das Profil einmal definiert hat, das ist ein XML-File, kann man es einfach in der Zukunft in neue Projekte wie jetzt die Frostcon einfach reinschieben und sagen, okay, folgende Subformate sollen fürs Releasing erzeugt werden und der Tracker kümmert sich dann darum, dass die angelegt werden und kleine Worker-Skripte, die momentan in Perl und Python geschrieben sind, können sich diese Encoding-Jobs abholen, encoden das Ganze mittels FFmpeg, sagen dem Tracker Bescheid, okay, ich habe es encoded, dann sagt der Tracker, okay, lieber VOG-Mitarbeiter, guck's dir mal an, ist alles in Ordnung und wenn alles in Ordnung ist, wird das Ganze dann released. Genau, hier sieht man nochmal unten am Rand, sieht man auch direkt, welche Worker gerade ein File encoden. In diesem Fall sind das unsere Encoder in der Cloud. Genau, mit HD wurde es langsam schwierig, alle Release auf dem Event zu encoden. Man müsste halt echt viel Rechner hierher schleppen. Deswegen können wir dankenswerterweise momentan auf einen großen ESX-Cluster zugreifen, der im Internet steht. Dort nutzen wir gerade 6 VMs mit jeweils 12 Xeon-CPUs. Und die rechnen dann schön alle Subformate. Leider ist WebM immer noch ein Bottleneck, weil das nicht multithreaded, da kann man irgendwie so viel CPUs gegenwerfen, wie man will. Das ist auch unser großes Problem, die WebMs dauern immer länger. Genau, und wenn dann alles encoded ist, dann wird es gepublished. Wie gesagt, unsere Premiere-Plattform ist media.ccc.de. Wir publishen mittlerweile aber auch auf YouTube, zum einen, weil die Kram sowieso auf YouTube landet und dann lieber von uns mit richtigen Metadaten und richtiger Lizenz, als wenn irgendjemand es macht. Zum anderen aber auch, weil viele Leute einfach Endgeräte haben, in denen irgendwie ein YouTube-Client eingebaut ist, aber halt leider kein media.ccc.de-Client. Das müssten dann die Anwesenden hier noch ändern und noch ein paar mehr Clients programmieren. Genau. So sieht das dann bei media.ccc zum Beispiel im Backend aus. Also die Software dafür ist auch auf GitHub. Könnt ihr euch auch einfach alles selber aufsetzen. Naja, einfach, aber könnt ihr euch selber aufsetzen. Dort teilt man das Ganze in Konferenzen ein, legt dazu Events an. Es hat auch eine API, also wir machen das natürlich nicht von Hand, sondern unsere Skripte machen das gegen die API von media.ccc.de. Und dort hinterlegt man einfach alle Metadaten, die man zum Talk haben möchte, klickt dann auf Publishing und dann sieht das ungefähr so aus. Genau, das sind jetzt, ein Event ist quasi eine Veranstaltung und das sind jetzt quasi alle Veranstaltungen, die zu dem Zeitpunkt, wo ich den Screenshot gemacht habe, zuletzt released wurden. Die Liste ist mittlerweile ziemlich lang. Und sobald das da durch ist, landet es dann im Frontend und ihr könnt es auf der Webseite angucken. media.ccc.de generiert dazu dann direkt auch Torrent-Files, ist selber das CDN dahinter, Webseed für die Torrents. Das ganze CDN selber sind 3 Server, die uns gehören, plus eine ganze Menge Uni-Server, die auf ihren FTPs da Platz spenden. Dazu
wird Daniel, glaube ich, gleich noch was sagen. Und damit wäre ich mit meinem Teil eigentlich auch schon durch. Bisschen schneller als gedacht. Naja. Na, das macht ja nichts. Ja, Livestreaming. Also gerade im CCC-Umfeld sind die Anzahl der Veranstaltungen in den letzten Jahren irgendwie so dermaßen explodiert, dass man es eigentlich überhaupt nicht mehr schafft, irgendwie auf allen Veranstaltungen vor Ort zu sein. Trotzdem gibt es immer wieder Talks, die dann doch interessant sind und vielleicht hat man ja dann zu Hause doch noch Zeit, irgendwie sich ein paar Talks anzugucken, schon, also um nicht halt auf die Releases warten zu müssen. Und dafür machen wir eigentlich Livestreaming. Und für uns ist das mit unserer derzeitigen Konfiguration, die Peter ja schön vorgestellt hat, eigentlich nur eine weitere Quelle, die wir im Prinzip aus dem Videomischer ziehen. Also das Livestreaming fällt letztendlich bei uns derzeit einfach so ab. So, also wenn Recording, das Mixing, alles irgendwie aufgebaut ist, dann ist da irgendwie ein Livestream zu machen nicht mehr so der große Aufwand. Das meiste Encoding für das Livestreaming passiert auf besagten Encoder-Rechnern hier direkt im Saal. Für WebM ist das nochmal eine ganz andere Nummer, weil, wie Peter auch schon sagte, ist das so ein bisschen CPU-bound und das threadet halt nicht vernünftig und da braucht man ziemlich viele Gigahertz, um da halt wirklich das dann auch in Echtzeit zu machen, gerade wenn es halt um HD geht, ist das eigentlich, also da müsste man extrem viel Hardware halt wirklich ankarren, um das dann auch in unterschiedlichen Formaten halt machen zu können. Ja, also in den letzten Jahren hat sich irgendwie herauskristallisiert, dass für uns am besten ist, dass wir Livestreams für die Clients im WebM oder HLS anbieten. WebM ist letztendlich ein Container, in dem man Open Source oder Lizenz günstige Codecs letztendlich fahren kann. Und der Vorteil bei uns vor allem ist halt, dass viele Clients das per Default ohne irgendwelche zusätzlichen Plugins, Flash und so weiter halt einfach abspielen können. Wir machen HTTP Livestreaming vor allem für Apple-Geräte und für die interne Verarbeitung von einem Streaming-Relay zum anderen Streaming-Relay benutzen wir RTMP und das letztendlich dieser RTMP-Strom ist dann letztendlich die Basis halt für das HLS oder halt auch für das WebM. Dadurch, dass wir halt wirklich nur noch letztendlich HTTP verwenden als Übertragungsprotokoll zu den Clients, verwenden wir auf als Balancing-Methode oder als Balancing-Software HA-Proxy. Der kann halt hervorragend mit HTTP umgehen und da kann man dann relativ dynamisch halt Redirects machen oder man macht halt irgendwie einen Proxying und das funktioniert für uns hervorragend. Genau, also HTTP-only ist halt gerade für uns auch ganz wichtig, weil die Clients, also jeder hat letztendlich mehrere unterschiedliche Devices und HTTP ist eigentlich so das, was eigentlich fast alle sprechen und damit ist das halt für uns auch nicht so, also der Support dafür ist halt deutlich besser am Endgerät. Ja, HLS, ist letztendlich für uns auch relativ, also auf den Cubes laufen letztendlich die Encoding-Jobs für, genau, also wir generieren für HLS, ist letztendlich ein Abfallprodukt der RTMP-Streams, die wir halt für die interne Weitervermittlung machen. Und die Codec, also der Codec, der halt in diesem RTMP-Strom ist, den können wir halt direkt weiterverwenden für HLS. Das ist halt in dem Fall H264 und für Audio AAC. Und was wir für HLS letztendlich machen müssen, sind Playlisten generieren und wir müssen entsprechende Chunks, die halt in den Playlisten referenziert werden, halt generieren. Und das machen wir mit Nginx RTMP, das ist ein Nginx-Modul, was man in den Nginx halt für den Nginx baut und der kann sowohl die Playlisten generieren als auch die entsprechenden Chunks erstellen und wie schon gesagt, es wird halt hauptsächlich von Apple-Geräten halt verwendet. Ich habe da unten mal so eine FFmpeg-Zeile so copy und pasted, das ist relativ simpel und was wir letztendlich machen, ist einfach nur zu sagen, naja, ich habe halt für Video
halt verwende ich halt libx264 und nehme halt AAC für Audio und setze dann noch ein paar Parameter, also 36 Kilobit für Audio, und dann passiert das eigentlich so halbwegs vollautomatisch. So, das vergleichbar ist das nochmal mit WebM, wie schon gesagt, das ist CPU-bound. Für das Streaming von WebM verwenden wir Icecast. Das ist extrem stabil und funktioniert hervorragend unter widrigsten Bedingungen. Und ja, der Vorteil von WebM ist letztendlich, spielt in allen modernen Browsern. Und ja, auch hier nochmal die FFmpeg-Zeile. Für HD verwenden wir so Bitraten von, sodass am Ende ungefähr 3M mit rauskommen. Wir müssen ja letztendlich keine Filme oder so Action-Movies halt übertragen. Da sind halt 3M mit vollkommen ausreichend für HD. Und genau. Ja, also die Frage war, wie das eigentlich mit diesem Thread-Parameter ist, den man im FFmpeg angeben kann. Also FFmpeg, muss man dazu sagen, ist in gewisser Weise bei bestimmten Options sehr penibel, an welcher Stelle sie im Command-Aufruf stehen. Und das Problem war halt bei WebM ist halt einfach, dass nur bestimmte Teile des Encoding-Prozesses wirklich multithreaded sein können. Das heißt, das hängt halt auch ganz stark vom Content ab, der da halt reinkommt. Und nach unserer Erfahrung bringt das nicht so viel. Also man kann das irgendwie setzen, den Thread-Parameter, aber in der Regel kann FFmpeg halt auch automatisch schon erkennen, wie viele CPUs habe ich eigentlich, nutze ich die dann alle oder nicht. Ja, also wir haben da schon diverse Tests gemacht, so einen wirklich perfekten, boah, jetzt threadet der irgendwie wie bei H264 über alle möglichen Kerne, und ja, das geht bei WebM leider nicht so schön. Also die libvpx ist da nicht so toll. Genau, also ich verwende auch letztendlich VP8 für die Livestreams, aktuell ist ja VP9, aber die Implementierung dafür ist halt bei weitem nicht production ready und für uns nutzbar. Wir hatten also auch in letzter Zeit mal Erfahrungen gesammelt mit entsprechender Hardware-Encoder, die halt WebM teilweise halt wirklich in Hardware halt encoden. Aber die Ergebnisse davon waren halt auch eher ernüchternd. Also nicht nur, dass die Qualität geringer ist, auch das Handling, wie man da letztendlich mit der CPU spricht, ist halt nicht so optimal. Ja, genau. Gut, Scalability. Also unser Setup, was ich gerade vorgestellt habe, zusammen mit dem HA-Proxy, Nginx RTMP und Icecast, das scaled halt auch in großen Installationen, wie jetzt zum Beispiel auf dem Chaos Communication Congress. Das ist eine klassische CDN-Infrastruktur, also diese roten Punkte sind letztendlich sogenannte Master-Server, die halt, wo halt keine wirklichen Clients, also Endnutzer halt drauf connecten. Und damit verteilt man erstmal eine breite Anzahl irgendwie an Streams, und die entsprechenden grünen Blubbel hier sind Edge Relays, wo halt letztendlich wirklich dann die Clients drauf connecten. Sieht man das? Ja, sieht man. Na, also das ist halt gut skalierbar. Ne? Also das, was ihr jetzt hier seht, ist zum 31. Communication Congress gelaufen, und da hatten wir halt Peak ungefähr 10 Gigabit an Zuschauern, halt über sehr viele Server halt verteilt, aber das war halt, also die Anzahl der Server war auch eher so, naja, wir wissen halt nicht, wie viel dieses Jahr wirklich gucken, und die wirkliche Limitierung ist halt Netzwerkkapazität, so dass das Schubsen der Daten, da braucht man eigentlich nicht so viel CPU, wenig Speicher. Ja, also je nachdem, was man da machen will. Ich komme jetzt noch zu einem Punkt, Real Life, da ist das schon wieder ein bisschen anders. So, da kommt es halt auch wirklich dann drauf an, wie viel Speicher haben meine Kisten, sodass das halt nicht permanent von der Platte gelesen werden muss. Aber dazu kann ich jetzt gleich nochmal was sagen. Also Real Life ist halt entstanden dadurch, dass wir vermehrt festgestellt haben, dass Leute unsere Livestreams halt mitschneiden.
Und die dann schon mal so, naja, ich schneide das jetzt mal mit und hau das mal schon mal auf YouTube oder so. Und das hat halt letztendlich zur Folge, dass da sehr viele halbfertige, ohne Lizenz veröffentlichte Vorträge halt im Internet aufzufinden sind. Und letztendlich ist das auch schwierig, die dann wieder da wegzubekommen. Also ne, viele Vortragende stellen am Ende doch fest, jetzt habe ich da doch irgendwas gesagt, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, jetzt ist das im Internet. Ist so oder so schwierig, aber um da halt auch die Möglichkeit zu haben, irgendwie im Zweifelsfall wirklich das nochmal zu löschen, haben wir halt gedacht, naja, vielleicht können wir ja selbst Streamdumps irgendwie bereitstellen. Und ja, da haben wir halt was gebaut, was letztendlich diese HLS-Schnipsel, von dem ich eben schon erzählt habe, intelligent im Sinne von, ich nehme schon die Daten, die eh irgendwie aus dem Fahrplan kommen, und bereite die so auf, dass man die auch auf der Streaming-Webseite direkt pro Talk halt irgendwie als Playlist bekommt und sich dann angucken kann. Das hat so ein paar negative Aspekte auch, unter anderem, wie auch schon gesagt, HLS ist halt eher so bei Apfelgeräten halt vertreten. Wenn man das jetzt auf einem Linux gucken will, dann braucht man leider einen Flash-Player oder halt einen VLC-Player oder so. Genau. Dazu vielleicht auch noch der Hinweis, das, was Peter jetzt auch erzählt hat und so Teile, die ich jetzt auch erzählt habe, ist, muss man leider zugeben, so ein bisschen Pseudo-Open Source. Also die Software, die das ReLive zum Beispiel implementiert, ist derzeit nicht veröffentlicht, weil das halt wirklich Software ist, die man, wo man halt auch Zeit noch investieren müsste, um die halt veröffentlichen zu können, dass sie auch einfach von jemand anders verwendet werden kann. Nichtsdestotrotz, wer da Interesse hat, irgendwie sich das angucken will, die Software haben will, kann gerne auf uns zukommen. Wir helfen da gerne und geben die da noch raus. Aber ja, so ein bisschen Disclaimer, so ein paar Sachen ist halt schwierig, die zu veröffentlichen, weil das halt wirklich auch Zeit sein muss, also wo dann auch Zeit zur Verfügung stellen muss, um das halt vernünftig dann auch nochmal unter die Massen zu hauen. Ja, Operations, eine ganze Menge Kisten, ihr habt es jetzt irgendwie am CDN gesehen, für das Post-Processing und so weiter brauchen wir sehr viele Server, sehr viele Informationen, und wir wollen halt auch auf dem Event irgendwie nicht völlig am Rad drehen, und dafür haben wir uns halt so ein paar Sachen gebaut, unter anderem halt ein Notification-Board für das IRC, also sehr viele Sachen organisatorisch laufen halt bei uns übers IRC ab, und da haben wir uns halt ein Viri gebaut, der auf MQTT-Basis funktioniert. Und da gibt es halt unterschiedliche Consumer, Provider, genau, also Consumer, so Clients, die sich halt einfach auf diesen MQTT-Channel hängen können und da mitlesen können. Und wenn da irgendwas Interessantes dabei ist, kann man da so Notifications bekommen. Provider, ne, wir haben zum Beispiel so Sachen, das sieht man hier, hier rechts, dieses Fahrplan-Warning. Wir parsen halt den Fahrplan und sobald halt irgendwie einen Talk ein Opt-out hat, bekommen wir halt eine Notification dafür. Das hilft uns halt extrem dabei, das nicht permanent im Kopf zu behalten, sondern einfach zu gucken, ja, diese Software erinnert mich daran, wenn ich jetzt den Stream ausschalten muss oder jetzt irgendwie sagen muss, naja, jetzt bitte mal nicht recorden. Ja, weiterhin haben wir halt sehr viele Events in den letzten Jahren dazu bekommen. Wir haben jetzt irgendwie so einen Eventkalender, wo halt alles drinsteht, da kriegt man unterschiedliche Feeds. Ich habe das auch unten verlinkt, also wenn ihr immer up-to-date sein wollt, auf welchen Events wir sind, dann könnt ihr da irgendwie so einen eCal-Feed euch abonnieren. Ja, Monitoring halt auch ganz wichtig, je mehr Kisten man hat, umso weniger will man da irgendwie manuell gucken, was geht da eigentlich gerade ab. Und wir setzen da auf Ezinga und auf Graphite und ja, kann man sich schöne, lustige Graphen zusammenmalen. Ja, wer da Interesse hat an den Configs und so weiter, kommt auf uns zu. So, ja, die Zukunft. Willst du dazu noch mal was sagen? Ja, Zukunft ist immer gut. Genau, ich habe eben schon gesagt, Videomission ist ein Problem. Es gibt ein, zwei Open-Source-Lösungen, die sich dem Problem schon gewidmet haben, wie man Full HD mischen kann. Allerdings ist bei Video immer, also das macht man dann so an und dann sieht das irgendwie toll aus und dann guckt man halt am Ende des Tages nochmal rein und stellt fest, dass irgendwie das Audio leider komplett async gelaufen ist
Und da gibt es dann auch so Effekte, die ich technisch gar nicht so richtig erklären kann. Also es ist nicht damit getan, das Audio zu verschieben, sondern die Zeitvorstellungen verschiedener Audio- und Videoquellen sind einfach unterschiedlich. Es gibt da ein, ja, also Quarze sind unterschiedlich schnell, Timestamps sind, manche Leute haben andere Vorstellungen, was ein Timestamp denn sein könnte. Und das führt halt bei allem, was wir uns bis jetzt angeguckt haben, eigentlich dazu, dass man könnte es halt nach jedem Talk neu starten, am besten alle Geräte, dann hätte man die Chance, dass das irgendwie geil ist. Aber letztendlich haben wir nichts gefunden, was funktioniert. Und dann hat sich einer aus unserem Team netterweise an den Rechner gesetzt und angefangen, Voctomix zu programmieren. Das ist jetzt noch der Arbeitstitel, ob die Anwendung hinterher so heißen wird. Eigentlich hatten wir vor, sie hier einzusetzen. Da es aber doch noch sehr Alpha ist, haben wir uns dann entschieden, SD auf bewährtem Setup zu machen. Was es ist, ist letztendlich eine GStreamer-Pipeline auf Basis von GStreamer 1.5. Geschrieben, also der Glue-Code ist Python, benutzt natürlich auch FFmpeg wie alles andere bei uns. Ist eine Client-Server-Architektur, das heißt, man hat ein UI, was man zum Beispiel auf dem Mischer-Laptop lassen kann, der letztendlich außer das UI-Anzeigen nichts tun muss, wo aber die eigentliche Arbeit, also das eigentliche Video-Switchen auf einer Kiste passieren kann, die viele CPUs hat, wie in diesem Fall unsere Encoder-Cubes. Größenordnung, da ist bisher auch so, in den Tests sieht es so aus, dass wir momentan auf einem aktuellen i7 in höchster Ausbaustufe Full HD switchen und streamen können. Dann ist die Kiste aber auch komplett dicht. Das, was bei professionellem Video-Equipment der SDI-Port ist, ist in dem Fall dann ein TCP-Socket. Und letztendlich kann man einfach und wird noch besser werden, alles an Videomaterial, was man halt irgendwie in IP verpacken kann, dem Ding zuwerfen. Und nach ein paar GStreamer-Patchen, die, wer hat die gemacht? Mito, ne? Ich glaube, ich hätte es von einem anderen Videoprojekt aus Kanada mitgemacht wurden, von Tim Video. Sieht es jetzt so aus, dass das Ganze auch synchron bleibt. Der Kram liegt jetzt schon auf GitHub. Ist noch nicht so richtig, also wie Daniel gerade sagte, viele unserer Software funktioniert halt für uns. Es müsste mal jemand geben, der sie packaged, der sie mit einem ausgiebiger Doku versieht, der sie vielleicht auch mal nicht unserem Use Case testet. Da sind sicherlich noch eine ganze Menge Sachen glatt zu bügeln, aber da freuen wir uns auch sehr über Leute, die es einsetzen oder mal ausprobieren wollen. Das ist auf jeden Fall die Zukunft. HD-Video-Mission auf der CPU mit freier Software. Und das leidige Problem des Frame-Grabbens hatte ich ja auch eben beschrieben. Alle Frame-Grabber, die es gibt, sind komplett closed hard und closed Software. Und auch da gibt es aus der Richtung der Tim-Video-Leute das HDMI-to-USB-Projekt. Ich erzähle da jetzt nur, was mir darüber gesagt wurde. Wirklich Ahnung habe ich davon nicht. Der Entwickler sitzt auch da oben. Da ist halt auch die Idee auf einem FPGA-Board, das, was nicht richtig, wenn ich es richtig verstanden habe, mittlerweile sogar Open Hardware ist, HDMI in und out selber zu machen, inklusive der Kommunikation mit dem Beamer, also das, was man so im Videobereich unterwegs ist, EDID heißt das, ist letztendlich eine I²C-Geschichte, worüber sich Beamer, Laptop und was man sonst noch so dazwischen steckt, unterhalten. Und all das muss man halt mal in die eigene Hand bekommen, weil diese ganzen Kisten, die man kaufen kann, funktionieren einfach nicht. Da werden, glaube ich, auch noch Entwickler gesucht, die sich mit VHDL und Ähnlichem auskennen. Ist aber auch schon sehr weit das Projekt, funktioniert alles schon soweit. Wir hoffen, dass auch das im nächsten Jahr in unser Standard-Setup einfließt und die ganzen anderen Blackboxen wegfliegen. Es würde einfach so unendlich viel einfacher machen. Das wär's eigentlich soweit. Und wir sind bereit, euch Fragen zu beantworten. Boah, haben wir es so gut erklärt? Die Frage war, wie viele Leute wir sind. Das Kernteam sind so um die 15. Und wie gesagt, also beim CCC ist es halt so, dass viele der Events von lokalen, bei uns heißt das Erfahrungskreisen organisiert werden. Und oft ist es dann so, dass wir zum Beispiel mit einem Event in Karlsruhe dann nochmal im Videoteam dann ganz viele Leute aus Karlsruhe haben, weil die gerade von da kommen, oder in Mannheim Leute aus Mannheim, die dann aber nur so temporär dabei sind. So Kernteam sind so um die 15 Leute. Ja?
In meiner Freizeit. Naja, also es geht schon relativ viel dafür drauf, aber doch, da geht noch was. Ist noch ein Slide? Ah ja, genau. Ja. Nee, es ist zweimal. Die Streams haben eine deutlich geringere Qualität, also vom Encoding-Profil her, und eine geringere Bandbreite als die finalen Release. Also das, der Stream hat, wie Daniel ja eben sagte, so um die 3 Mbit und ist halt ein Streaming-Profil. Die Release-Files, was haben die? Ich weiß es gar nicht auswendig, aber die deutlich höhere Qualität. Und das ist auch ein Grund, warum wir diese Streamdumps nicht so gerne mögen, weil die Streamdumps sehen einfach schlechter aus als die finalen Recordings. Sie spielen nicht auf allen Geräten, weil die Profile halt für Stream ausgelegt sind, nicht für Player. Also das, was wir als Releases releasen, funktioniert unseren Erfahrungen nach auch so ziemlich allem, was irgendwie H.264 abspielen kann. Das ist bei Streams nicht immer genauso. Ja. Genau, hier sind noch ein paar URLs, also c3vog.de ist unsere Webseite, /wiki findet ihr unser Wiki. Das Wiki ist aufgeteilt in den öffentlichen und den privaten Bereich. Es geht da weniger darum, dass wir Leuten die Informationen vorenthalten wollen, als dass da dann zum Beispiel auf Events auch mal Configs oder Passwörter temporär stehen. Sprich, wenn ihr da irgendwo merkt, ihr steht vor einer Wand, da ist eine Information, die ihr haben wollt, die nicht da ist, dann ist das vermutlich keine Absicht, einfach eine Mail schreiben. Wir haben auch eine GitHub-Seite, wo unsere öffentlichen Repositories alle hingemirrored sind. Und dann gibt es nochmal das GitHub-Repository von CCC Köln, also CCCC, wo ihr zum Beispiel den Code für media.ccc.de findet. Ja, wenn ihr mal Hallo sagen wollt, auf hackint.eu, dem IRC-Netzwerk der Wahl, findet ihr uns in Raute Wok. Ja, könnt ihr auch gerne vorbeischauen, wenn ihr Fragen habt. Ah, Mito? Okay, Mito hat noch erwähnt, dass er den Framegrabber dabei hat, von dem ich eben gesprochen habe, den USB to HDMI. Und wenn ihr euch den mal angucken wollt oder mit ihm reden wollt, einfach gleich bei ihm vorbeischauen. Gut, ich glaube, dann sind wir durch und ich wünsche euch noch einen schönen Rest Foscon. Bis zum nächsten Jahr. Helft nachher alle beim Abbau.